Wir haben jetzt den Dani Lipp bei uns auf der Bühne. Dani, du hast heute Morgen die zweite Staffel von Einfach Beten angefangen, einpredigt. Normalerweise macht man ja eine zweite Staffel, das ist irgendwie auch mehr. Wir haben ja vorher schon über mehr geredet. Normalerweise gibt es eine zweite Staffel, wenn die erste so gut gelaufen ist und man einfach noch mehr Cash will machen. Hat das etwas mit dem zu tun? Definitiv, ja. Definitiv. Nein, ohne Witz, wir haben gemerkt, wir sind auf dem richtigen Weg. Mit uns auf Gott ausrichten am Anfang von diesem Jahr, wo so vieles nicht klar ist, wie es wird kommen, dass wir gesagt haben, es irgendwie fühlt es sich nicht so an, dass wir wirklich schon angekommen sind als gesamte Church bei unserem Vater. Und wir wollen dann bewusst noch mehr Zeit geben. Und wegen dem haben wir gesagt, da legen wir noch eine Schippe drauf. Noch mehr Cash? Nein. Definitiv. Die zweite Staffel. Nein, aber ich glaube, der Mats plant sowieso nicht so viel bei der Predigtplanung. Nein, es ist wirklich, er hat etwas geplant und dann haben wir wirklich gesagt, wir machen es anders, was immer mehr Aufwand ist, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, es lohnt sich, wenn wir als Kirche der ganzen Sache Zeit geben. Wir müssen nicht noch in einem anderen rennen, wir müssen nicht irgendein Ziel von x Serien pro Jahr erreichen. Wir können uns gut Zeit lassen, wenn wir merken, es tut uns als Kirche gut und von dem sind wir fest davon überzeugt. Voll gut. Mehr Zeit. Wir haben jetzt 45 Minuten. Du und mir. Wir sind schon mal da gesessen, vor 6 Wochen, beim allerersten Sunday Night Studio, genau in der Kombination. Dream Team. Haben wir vorher gerade festgestellt. Ja. Safi, was machen wir jetzt die nächsten 45 Minuten? Hey, genau. Ich hoffe, die meisten von euch kennen das Sunday Night Studio schon. Zeigt mal, weißt du schon mal da, wo Sunday Night Studio warst du? Das sind sehr viele. Gut. Ich hoffe, im Livestream ist das auch so, aber ich erkläre es trotzdem schnell. Wir haben hier ein Format kreiert in ganz wenigen Tagen, wie ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe. Das ist eigentlich sehr spontan entstanden, wo eigentlich wie so die Sportschau-Studien-Rückblick sind. Vielleicht kennt ihr das, eben, wenn ihr einen Fußballmatch verpasst habt, dann schaut ihr mal so einfach den Rückblick, wo die coolsten Goal nochmal angeschaut werden. Und wir machen das auch einfach mit Predigten. Genau, und das ist eigentlich, was wir auch gestartet haben, eben vor 6 Wochen hier mit dem Dani zum ersten Mal. Es läuft nämlich so, dass der Dani heute am Morgen Predigt hat. Dann schauen wir die Predigt am Morgen auch, also die MCs hier. Vielleicht sind auch schon langsam müde, von immer der Fabio oder mich hier zu sehen. Wenn das der Fall ist, dann schreibt uns, ihr dürft auch MC machen. Ihr dürft auch mitschaffen. Dann, das entlastet uns auch und es ist mega cool und give it a try. Das einfach nebenbei. Genau, der Dani hat heute Morgen Predigt und heute so werden wir auf gewisse Punkte von dieser Predigt noch genauer eingehen. Wir werden den Dani ein bisschen ausfragen, wieso er gewisse Sachen gesagt hat, wieso das genau so wichtig ist oder genau eben nicht gesagt hat. Genau, und das ist eigentlich das Format vom Sunday Night Studio. Das soll eigentlich wie ein Gefäß geben, wo ihr auch könnt eure Fragen stellen könnt. Und darum haben wir hier das Slide, joinatslide.do. Da kannst du scannen mit deinem mega coolen Smartphone oder auch einfach auf die Seite gehen und Hashtag ICFBS eingeben und dann kannst du eigene Fragen stellen. Wir können das nachher gerade hier, bekommen wir das auf dem iPad und dann können wir die Fragen dem Dani auch stellen. Das heisst, wenn du Fragen hast, die sich aus dem Gespräch, das wir hier haben mit dem Dani, dann schreib die unbedingt dort rein und dann können wir die gerade nutzen und ihm hier live auf der Bühne stellen. Wenn du das halt nachschaust, dann tut es mir leid, der Dani wird dann wahrscheinlich nicht da sein, um die Frage zu beantworten. Aber es ist auch cool. Genau, und das ist eigentlich das Format. Genau, und es ist mega die Ehre, dass der Dani wieder da ist und ich habe mega Freude. Es war nämlich so cool gewesen, mit dir das irgendwie in die Saison von dem Sunday Night Studio reinzustarten und ich bin gespannt, was da oben heute auch noch so bringt. Yes, ich auch. Ist ein Erdurzi, danke. Yes, jetzt fehlt unsere Zettel. Ich habe vorher gesagt, den müssen wir unbedingt mitbringen und da habe ich es vergessen. Ist das der, den du vorher ausgedruckt hast? Das ist der, den wir vorher ausgedruckt haben, genau. So gut vorbereitet sind wir. Wir wissen, wo er liegt, immerhin. So weit weg ist er jetzt nicht gewesen. Ja, wunderbar. Ist fast auf der Bühne gewesen. Die zweite Staffel von Einfach Beten geht ums Vater Unser. Warum, also Jesus hat ja viel betet, sagt man. Warum reden wir genau über das Vaterunser? Die Jünger haben einmal Jesus gefragt, hey, kannst du uns beibringen, wie man betet?
Und ich, also wenn ich jetzt hätte müssen roten, was Jesus denn als Antwort geben würde, wäre das recht anders rausgekommen als Vater Unser. Aber das Interessante ist schon, dass er dann ihnen das Vater Unser beibringt. Er sagt eben nicht, zieh dich zurück, nimm dir Zeit, komm zur Ruhe, leg deine Sorgen ab und. All das sehen wir in seinem Gebetsverhalten. Das ist ja alles wahr und das ist alles gut und wichtig. Und dem haben wir dem auch sehr viel Raum gegeben in unserer ersten Staffel. Wenn wir Jesus beobachten, wie es beschrieben wird, wenn er betet, dann hat er das alles gemacht. Aber wo dann die Jünger fragen, was sollen wir machen, wenn wir lernen wollen, beten, zeigt er ihnen das Gebet. Und das Spannende ist, also das Gebet, wenn man es ganz genau anschaut, dann beinhaltet es eigentlich all das, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat in der ganzen Zeit, wo er aktiv war. Also es ist brutal viel Inhalt drin. Man kann es einfach so schnell durchbeten, aber wenn wir anzoomen, und das machen wir jetzt in dieser zweiten Staffel, kommt extrem viel führen von dieser Botschaft, die Jesus vermittelt hat in diesen rund 3 Jahren. Aber wenn wir das nicht schnell machen zum Anfang, ist einfach kurz durchbeten. Wollen wir es kurz beten? Einfach kurz durchbeten. Also, ist gut, stehen wir auf, ist gut. Daheim auch, ist keine Entschuldigung, wenn das Sofa bequem ist. Wir tun es einfach zusammen beten. Ah, wir haben es einblendet, das ist super. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Von dem haben wir geschwätzt. Genau. Und in dieser zweiten Staffel schauen wir ja nicht einfach jeden Sonntag einfach das ganze Gebet an, sondern du hast heute Morgen über die erste Ziel, also eigentlich über den ersten Satz geredet. Genau. Und dort kommen ja die ersten Wörter, die eigentlich kommen, ist unser Vater. Und zu dem haben wir auch gerade einen Clip, genau das Sunday Night Studio besteht nämlich auch daraus, dass wir Clips vom Morgen hier einblenden und zusammen schauen, für die, die die Predigt vielleicht am Morgen nicht geschaut haben und nicht den ganzen Tag einfach nur Zeit fürs ICF haben. Genau, für die haben wir die Clips hier. Ilana, kannst du uns gerade den ersten Clip mal bringen? Und das ist mir noch sehr präsent. Und das ist an sich gut, dass ich das Gebet so früh kennengelernt habe, aber andererseits ist es auch ein bisschen herausfordernd, weil es bewegt mein Herz, ehrlich gesagt, nur bedingt. Es ist für mich mehr so zu einem liturgischen Instrument geworden, wo halt seinen Platz findet im Gottesdienst. Ich habe es mega spannend gefunden, dass du das gesagt hast, weil ich es schon aufschreiben als Frage. Das ist genau das Erste, was mir irgendwie durch den Kopf gegangen ist. So, da, 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 Amen. Also Amen ist wichtig, das haben wir auch schon gelernt in der Serie irgendwann mal. Genau, du sagst, es hat für dich ein bisschen an Bedeutung verloren durch, also nicht verloren, aber du hast vielleicht selber festgestellt, dass es nicht die Bedeutung hat, die es haben könnte. Aber jetzt hast du darüber predigt. Von daher gehe ich davon aus, es hat für dich wieder ein bisschen mehr Bedeutung bekommen. Welche Bedeutung hat es für dich wieder bekommen? Oder wie hat es die Bedeutung wieder bekommen? Also ja, es hat definitiv an Bedeutung gewonnen. Ja, also generell, wenn du in ein Thema tiefer reinkommst, studier die Bibel, setz dich richtig übel damit auseinander und stell dir gemeine Fragen und hör nicht auf, bis du beantworten kannst. Das gilt bei jedem Thema. Es ist für mich das Beste, was es gibt, wenn ich in einem Thema vorankommen will, dass ich darüber eine Predigt halten muss. Weil ich kann nicht darüber schnurren, wenn ich es selber nicht gecheckt habe. Oder wenn ich selber die Erkenntnis nicht habe, wenn mir Gott die Erkenntnis nicht schenkt. Das ist ja das Faszinierende am Wort Gottes. Wir lesen etwas und wir können es schon x-mal gelesen haben. Und dann lesen wir es und Gott schenkt uns eine Erkenntnis und es macht wie Klick bei uns. Und
da entfaltet sich wie etwas in uns drin. Und beim Unser Vater ist das jetzt bei mir genau gleich. Also ich sage jetzt mal, bei den ersten Zielen, oder? Ich habe mich extrem angefangen, in das Gebet zu verlieben, weil ich einfach den Reichtum sehe und die Kraft, die drin steckt. Das ist enorm. Das sind für mich vorher Worte. Ich habe das schon wahrscheinlich gut über 100 Mal ausgesprochen, aber haben wir wirklich nie vorgestellt, was ist denn dahinter? Was steckt denn genau dahinter? Und das ist am Schluss ja mit allem gleich. Wenn wir mal tiefer eintauchen, wenn wir mal anfangen zu studieren, das Wort Gottes hat so viel Schatz vergrabt. Und eben, ich habe es vorher gesagt, unser Vater fasst eigentlich die gesamte Botschaft von Jesus zusammen. Jetzt gib dir das mal. Das heisst, wenn du das Gebet richtig verstehst, dann weißt du eigentlich richtig Bescheid, was das Anliegen von Jesus war. Und das ist quasi auch der Teil, also dass du wie die Ganzheit von diesem Gebet verstanden hast. Dass das wieder wie an Bedeutung oder bei dir im Herz wie auch gegriffen wieder. Das von eben das liturgische Bett, wie du da auch gesagt hast. Ja, aber auch, weil ich mich das erste Mal überhaupt damit auseinandergesetzt habe. Also ich finde es fast ein bisschen skandalös, wie oft ich das Gebet gebetet habe als Kind und als Jugendlicher, ohne dass mir jemals jemand erklärt hat, was das genau soll. Nein, wirklich. Ja. Skandalös. Darum bin ich froh, machen wir das jetzt. Damit Zeit, wir nicht auch jetzt an diesem Punkt müssen sein. Genau. Das, was mir gerade in den Sinn kam, wo du gesagt hast, eben, das ist so ein liturgisches Bett, für die, die vielleicht nicht wissen, was Liturgie ist, ich habe das auch nicht gecheckt. Das sind so vorformulierte Gebete, eben das Vaterunser, das hat eine genaue Struktur oder die genauen Wörter und Abfolge. Und das sind quasi Gebete, wo eben zum Beispiel Jesus gesprochen hat, wo wir auch wie wieder aufgreifen dürfen, oder auch gewisse Psalmen, das sind ja vorformulierte Sachen, wo wir wieder selber aussprechen dürfen. Und wir haben die Gebetserie haben wir nicht nur am Sonntag oben hier im Sandernet-Studio, sondern eben, es ist am Morgen, aber es ist auch im Next-Gen. Und wir haben am Freitag hat der Timon Sommerhalter eine Schwester eingeladen, wo, das ist für mich, ich habe zuerst gedacht, ich weiß gar nicht, was er will machen mit ihrer Schwester. Schon, also seine Schwester, oder? Nein, Schwester von so einem Orden. Also richtig, so die Schwester Esther. Das ist auch lustig, wie sie heisst, aber es ist wirklich cool. Und zuerst bin ich ein bisschen so, eben so ins Nächste gekommen, was passiert heute oben? Und ich bin dann wirklich sehr, sehr überrascht gewesen, wie fest mich da oben jetzt immer noch beschäftigt. Ich muss so oft am Tag an da oben denken, wo die Schwester da war und uns eben erzählt hat, wie sie überhaupt zu diesem Punkt gekommen ist, aber eben auch, welchen Platz Liturgie in ihrem Leben, in ihrem Alltag hat. Und du hast eben gesagt, also für mich jetzt eher negativ klingt, eben, es ist so ein bisschen etwas Liturgisches. Und ich habe das eigentlich auch nicht so gern, oder? Ich bete gerne das, was ich gerne möchte sagen. Ich möchte jetzt ein bisschen abladen und doch nicht irgendetwas beten, wo schon mal jemand betet hat. Ich bin ja nicht die Person. Und für mich hat das mega an Wichtigkeit gewonnen, die Liturgie irgendwie. Wieso? Ich glaube, es gibt, für mich ist es ein mega Perspektivenwechsel. Und ich wollte fragen, ob du das vielleicht eher als etwas Negatives erlebt hast, so die liturgischen Aspekte vom Gebet. Dass du das wie auch eben ein bisschen negativ angetönt hast. Ich muss ja ein bisschen sticheln zwischendrin. Yeah. Ja, ich habe es in meiner Vergangenheit habe ich Liturgie als etwas Negatives wahrgenommen. Ich nehme es im Allgemeinen, wenn ich heute darauf schaue, überhaupt das nicht Negatives war. Es ist grandios. Aber man darf es nicht als Fast Food abhandeln. Und das habe ich immer gemacht. Weil wenn man sich mit den liturgischen Tools, die wir haben, nicht richtig auseinandersetzen und nicht die Möglichkeit geben, dass Gott zu uns reden, dass es in uns Wurzeln schlägt und etwas dadurch wachsen darf, dann finde ich es eben etwas Negatives, wenn man dann einfach Gedichte aufsagt und gar nicht mehr überlegt, was man da eigentlich ausspricht. Weil das ist ja, das kann uns bei Songs ja genau gleich passieren. Wir bauen unsere Celebrations einfach mega auf Songs, oder? Ich weiß nicht, was ist etwa die Hälfte von der Zeit, wo wir in Worship investieren, in einer normalen Celebration. Und dort kann es ja genau gleich passieren. Seien wir mal ehrlich, wie schnell singst du einen Song durch und überlegst gar nicht genau, was du da singst. Auch da ist die Zeit, wo man nicht singen in der Halle, nicht nur schlecht. Du musst neue Wege finden, was die Gebete für dich bedeuten, was die Gebete in deinem Herz können auslösen können, wenn du selber nicht kannst mitjohlen. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade für unsere Generation ein bisschen eine Herausforderung ist. Oder?
einmal dort auf die Bremse drücken und sagen, und jetzt lasse ich das mal wirklich wirken. Jetzt nehme ich mir mal wirklich Zeit. Weil ich glaube, also ich habe jetzt die Schwester Esther nicht kennengelernt und da oben nicht mitbekommen, was mir ein bisschen weh macht. Ja, wirklich, ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, die nimmt sich wahrscheinlich für solche Sachen dann eben auch Zeit. Und er ist nicht immer am Handy und denkt, okay, jetzt habe ich das gebetet, jetzt geht es ans Nächste, oder? Sondern lässt sich auf die Liturgie ein und dann kann sie wirken. Und dann kann etwas aus dem wachsen. Und das ist grandios. Aber das habe ich als Kind oder als Jugendlicher eben nicht so erlebt. Ich bin dort auch nicht angeführt oder geteacht worden. Ja, voll. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber für mich war das auch immer etwas mega Fremdes gewesen. Ich bin auch nie, also ich bin nicht in einer katholischen oder reformierten Kirche aufgewachsen, sondern immer in einer Freikirche gewesen, wo das halt gar nicht irgendwie Teil ist eben von so einer Celebration, von so einem Gottesdienst. Und für mich war das mega augenöffnend gewesen, dass ich eben mega viel Kraft sehe in diesen formulierten Gebeten und mich wie auch in das hineinversetzen kann, was die, eben die Glaubenshelden damals erlebt haben oder in welchen Situationen sie sich befunden haben, dass ich das mega gut kann auf mein Leben projizieren. Und ich habe das Gefühl, das ist so, so kraftvoll, die Sachen irgendwie ins Maul zu nehmen und auszusprechen, weil ich wahrscheinlich selber gar nicht auf genau den Satz gekommen wäre, der mich eben jetzt irgendwie seit 2 Wochen begleitet. Darum glaube ich, das ist mega, also ich bin mega froh, dass wir das Gefäß haben hier mit dieser Gebetsserie, wo ich mega viel Neues entdecken darf. Das ist sehr, sehr cool. Bevor wir weitergehen, kurz eine Frage aus dem Slido. Wo findet man im Vaterunser die Nächstenliebe? Die Vergebung ist ja nur ein Teil davon. Jetzt, du hast heute Morgen über einen Teil ganz spezifisch predigt und das werden wir heute so nochmal anschauen. Hast du gerade einen Gedanken zu dieser Frage oder möchtest du den Staffel-Joker einlösen? Und, hat er einen Joker eingeführt? Die, ist so schlimm geworden. Die Frage im Matz abgehen nächste Woche oder so. Wir haben zusammen einen, haben wir abgemacht. Wo findet man die nächste Liebe? Das, überall, noch ein bisschen das Gefühl. Wenn wir beten, also das, ich greife jetzt hier überall vor, ich will definitiv nicht viel dazu sagen, weil ich mich A, nicht wahnsinnig viel damit auseinandergesetzt habe und B, jetzt auch nicht alles will vorwegnehmen, wo nächste Woche zum Beispiel dann predigen, oder? Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das ist, da geht es ja um die Liebe, oder? Die Liebe, die so stark ist, dass Gott sich selber für uns hingibt. Und das, so zeigt Gott, was er will. So zeigt er, wie sein Reich aussieht. Und sein Reich ist ganz anders, als wir uns ein Reich vorstellen. Und wenn wir beten, dein Reich soll kommen, auch auf dieser Erde, dann beten wir ja, dass der Himmel mehr Raum soll reinnehmen. Und die Erde soll erobern. Das geht nur durch die Liebe. Das geht nur, indem wir die Liebe weitergeben. Aber ich sehe es an verschiedenen Stellen. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Vergebung ist ja in dem Sinn auch Antreiben von der Liebe. Wenn wir unsere Schuldigen vergeben. Also du siehst mehr, wie auch die Früchte vielleicht von dieser nächsten Liebe im Gebet ausgesprochen. Also eben, dass der Himmel soll kommen, das ist quasi eine Frucht, wo kommt, wenn du Nächstenliebe lebst? Ja, also Gott ist Liebe, oder? Alles, was von ihm auskommt, ist Liebe. Und das spürst du am verschiedensten Ort. In dem Fall nehmen wir die Frage so ein bisschen mit durch die ganze Serie. Vielleicht kommen wir heute auch nochmal drauf. Das würde mich überraschen. Genau. Ja, genau, du hast über einen Satz heute Morgen predigt und du hast ihn so ganz schön auf ein Whiteboard geschrieben und wir haben das Whiteboard noch da in Originalschrift. Oh. Sansia, möchtest du uns das Whiteboard bringen? Da können wir da alle im Dani seine Schrift verstaunen. Ich habe wirklich den ganzen Samstag geübt. Den ganzen Samstag. Ich bin heim vom Leaders Day und habe... Und das ist das Resultat. Das ist... Jo, hey. Findest du es nicht schön? Hey, ich bin begeistert. Ich bin nicht Lehrer, weißt du, du darfst nicht so viel erwarten, aber ich schreibe ja nicht so oft an so Tafeln, aber ich finde, es ist leserlich. Dann müssten wir das öfter machen. Ich finde auch, es ist leserlich. Ja.
Man kann es, das möchte man es leider umfragen, ob es leserlich ist. Ja. Genau, schreibt doch, ob ihr es leserlich findet oder okay. Nicht. Lies es uns doch vor, falls es jemand nicht lesen kann. Also, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ah, okay. Ja, genau. Und du bist auf jeden Teil, wo du unterstrichen hast, kurz eingegangen. Und wir werden das auch machen, aber wir machen das nicht ganz in der Reihenfolge, wie die Wörter da stehen. Zum Struktur ein bisschen durchbrechen, zum bisschen das von einer neuen Seite anschauen. Und wir fangen an mit Vater. Du hast gesagt, Gott ladet uns in diesem Gebet ein, ihn als Vater zu bezeichnen. Jetzt ist das vielleicht für uns völlig normal in diesem Kontext, aber wo Jesus das in das Gebet eingebaut hat, in dieser Zeit, hat das vielleicht eine ganz andere Bedeutung gehabt. Er hat eigentlich ganz verschiedene Namen nehmen können, er hat auch sonst irgendwie eine Metapher nehmen können aus der Familie oder aus der Gesellschaft, aber er hat sich für Vater entschieden. Gott stellt sich in deinem Gebet als Vater dar. Wieso und was hat das in deinem Kontext für eine Bedeutung? Haben wir dich überrascht? Nein, aber es ist eine schwierige Frage. Es ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, Jesus, also der ganze Move, dass Gott in der Person von Jesus auf die Erde kommt, zeigt, dass er uns auf Augenhöhe will begegnen und uns will zeigen, wie der Weg zum Vater aussieht. Und ich glaube, in dem Ganzen hat er für sich auch erkannt, wie die Menschen irgendwo auch Sachen verstünden. Also das hätte ich ja vorher schon gewusst. Wegen dem sage ich, das ist eine schwierige Frage. Aber ich merke immer wieder, wir brauchen ja Sachen oder Menschen, die uns Gottes Wesen widerspiegeln. Also immer wieder, wenn ich etwas Neues über Gott lernen, hat sehr viel mit einer Rolle, die ich kenne, oder mit einem Menschen zu tun, der mir etwas zeigt. Und ich glaube, letzten Endes hat Jesus das auch als gute Rolle wahrgenommen. Der Vater, wo letzten Endes, das ist ja auch das Oberhaupt gewesen, das ist ja heute noch so, aber damals noch viel stärker, oder? Zum Teil von einer ganzen Sippe, oder? Der alle Weisheit hat, der die Entscheidungen trifft. Der eben die Leine länger macht oder kürzer nimmt. Der hat auch am meisten Kompetenzen. Also es ist eine sehr, irgendwo auch eine mächtige Rolle in einem Familiengefüge. Und ich glaube, es hat den Menschen von damals auch geholfen, irgendwo. Es war auch genug noch an Gott gewesen. Ich habe das Gefühl, der Vater war damals auch noch mal eine andere Respektpersönlichkeit gewesen, als wir das heute wahrnehmen. Heute ist der Vater auch noch eine Person, wo man sehr respektiert, oder? Aber in anderen Regionen von dieser Welt oder auch zu früheren Zeiten ist das noch mal viel stärker gewesen. Und ich glaube, das Bild muss ja auch greifbar sein für die Jünger damals, wo es erklärt. Und ich habe das Gefühl, mein Vater hat hier die nächste greifbare Version gefunden von dem, was sie schon kennt haben. Und jetzt ist noch eine Zusatzfrage dran, die ich vergessen habe. Weißt du noch? Nein, ich habe es zumindest nicht so, gut, wenn wir es beide nicht, vergessen nicht so bewusst gut. gestellt, dass ich das Gefühl habe, du hättest sie noch nicht beantwortet. Das ist doch gut. Vielleicht habe ich sie schon beantwortet. Ja. Aber ja, wir haben das vorher auch eben so kurz angesprochen. So für uns im Freikirchenkontext ist, wir reden fast schon so beiläufig von Gott als Vater. Mhm. Und ich finde, du hast jetzt gerade ein paar spannende Aspekte in drin gebracht, was Vater auch noch bedeuten kann. Und wir kommen nachher nochmal mehr auf das, auf die unterschiedlichen Aspekte, die in diesem Satz stecken. Aber ja, ich finde das spannend, nochmal der Blick zurück, quasi wirklich auch der Vater so in dem historischen Kontext als Sippenoberhaupt
Ich höre oft von Leuten, dass sie sagen, sie haben Mühe, Gott als Vater anzureden, weil sie einfach mit ihrem Vater keine guten Erfahrungen gemacht haben oder weil er nicht da war, wenn er da sein musste. Das ist genau der Punkt, den ich dort schnell einhänge. Wenn wir eine Vaterschaftsbeziehung hatten, wo wir unzufrieden sind damit, wenn wir das Gefühl haben, unser Vater hat seinen Job nicht gut gemacht oder vielleicht gar nie die Chance hatten, eine Beziehung zu unserem Vater aufzubauen, den meisten Menschen fällt es dann extrem schwer, Gott als Vater anzuschauen. Und das zeigt eben das, was ich vorher gesagt habe. Wir brauchen Rollen oder Menschen, die uns das Wesen von Gott Schritt für Schritt zeigen, immer wieder. Und das merke ich immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die Vaterschaftsbeziehung fehlt. Den Weg, Gott als Vater zu betrachten und Gott auch ganz ehrlich seinen Vater zu nennen und daran zu glauben, dass er ein guter Vater ist, der dich liebt und was das Beste für dich will, dann ist einfach ein bisschen weiter, wenn wir das auf dieser Welt so nicht erlebt haben. Es ist halt auch ein bisschen eine Differenzierung oder, vom Vaterbild, wo man eben mitbekommen hat und von dem Ideal, wo es eigentlich gedacht ist. Also, dass man eben für die Kinder schaut und für die Familie da ist, dass man das Oberhaupt wirklich einnimmt. Ist halt auch, also ist wahrscheinlich schwierig, um sich das vorzustellen, eben wenn man es nie erlebt hat. Es ist schwierig vorzustellen, aber ich habe heute Morgen nach dem Gottesdienst dann ein spannendes Gespräch gehabt mit jemandem, der gesagt hat, weißt du, ich würde gar nicht sagen, dass ich eine schlechte Beziehung zu meinem Vater haben, aber es hat dann doch an jedem Ecke und Ende irgendwie ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, in solchen Situationen ist es dann auch noch schwierig, denn es drängt sich wie nicht auf das Thema, oder? Ich glaube, dort müssen wir dann wirklich auch mal ganz gut uns Zeit nehmen und überlegen, wie würden wir denn einen guten Vater definieren? Wie haben wir es denn erlebt? Ich sage jetzt mal, wenn die Beziehung ganzheitlich gefehlt hat, dann ist es nicht eine sonderlich grosse Überraschung für uns, dass wir sagen, ja, wie kann ich Gott als Vater sehen, wenn ich nie einen Vater gehabt habe? Aber wenn es dann um so Finesse geht, wo du merkst, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich meinem Vater doch nicht vertrauen können, dann kann sich das eben in deinem Gottesbild schon auch festsetzen. Und dann ist es fast noch ein bisschen schwieriger, das zu entdecken. Ja, das, wo du auch schon darauf eingegangen bist, mit dem Wort Vater, ist irgendwie, dass es so Wörter gibt oder wie Vorstellungen von Gott, wo man vielleicht, wenn man so aufgewachsen ist, einfach abtut. Also es ist so, ah ja, Gott ist unser Vater, cool. Aber es hat irgendwie nicht die Dimensionen, wo es eigentlich gemeint ist oder wo es eigentlich sollte haben. Ich habe mich da auch mega, du hast eben gesagt, man steckt dann wie in eine Schublade und dann ist es weg. Und da habe ich mich auch wie selber mega entdeckt, weil es für mich ganz oft irgendwie das, eben, mir fällt es sehr schwer, die Dimension wirklich zu entdecken von deinen Eigenschaften oder von deinen Wörter oder von den Aspekten, wo Gott hat. Und du hast das eben nur mal ganz kurz erwähnt heute am Morgen. Und ich wollte dich fragen, wie entdeckst du denn, oder wie kann man denn, wenn man in so einer Schubladensituation ist, wie kann man das wieder entdecken, dass man die Dimensionen von Gott wieder ein bisschen besser kann verstehen oder dass irgendwie greifbarer ist, was das bedeutet, als dass es einfach immer so ist, dass halt unser Vater ist. Ich glaube, da gibt es viele Wege. Also für mich ist der Megaschlüssel Kirche, mal als erstes. Ich habe in der Kirche Menschen, die aus verschiedensten Ecken zusammenkommen. Oder? Allein zum Beispiel, Mats, du bist für mich eine Person, mit dir schwätze ich immer wieder oder, über den Glauben. Wir diskutieren Predigten, Serien durch. Und da spüre ich dann auch schon wieder unsere unterschiedliche Theologie, unser unterschiedliches Bild von einem Vater. Er ist Vater, ich bin Vater. Sehen wir Sachen vielleicht gleich, sehen wir Sachen unterschiedlich. Und das ist ein mega Reichtum. Ich habe zum Beispiel im ICF Lörrach einen Kumpel, der kommt aus der katholischen Kirche. Der hat ein ganz anderes Gottesbild als ich. Und ich schaue das überhaupt in keinster Weise negativ an, sondern extrem positiv, weil ich weiss, ich kann extrem von ihm profitieren. Ich sehe gewisse eine Faszination an Gott oder eine Ehrfurcht an Gott, die ich bei mir suchen muss. Und das finde ich mal ein mega Reichtum, was Inspiration angeht. Wenn es nachher darum in die Tiefe zu gehen, glaube ich, ist das Wort Gottes ein mega wichtiger Schlüssel, dass man
dass wir nicht einfach nur lesen und denken, okay, jetzt habe ich das Kapitel durchgelesen, so leseplanmäßig, sondern dann auch dort wieder Zeit nehmen und sagen, hey, was heisst das jetzt wirklich? Ich habe mir zum Beispiel auf die letzte Weihnachten mal endlich eine Elbefelder Studienbibel gekauft. Ich habe gesagt, ich will möglichst noch einen Urtext herangehen in der deutschen Sprache und dann aber auch können die verbuddeln, wo kommt es denn aus dem Urtext her? Und das hilft mir zum Beispiel auch mega. Da entdecke ich neue Sachen, dass eben das deutsche Wort und das deutsche Wort gar nicht das gleiche Wort ist im Urtext. Was heisst das denn? Und dann fährst du von Sachen checken und merkst, aha, okay. Und das verrotet auch wieder neue Facetten von Gottes Wesen. Und ich glaube, der dritte Punkt, der für mich auch ein mega gutes Hilfsmittel ist, ist das Gebet an sich. Gott wünscht sich ja nichts mehr, als dass wir ihn immer besser kennenlernen. Und er wird sich uns nicht vorenthalten, wenn wir mit ehrlichem Herz zu ihm gehen und sagen, hey, ich habe sehr Mühe, dich als König anzuschauen. Er kann mit dem umgehen. Oder? Und wenn wir ehrlich sagen, fangen wir das Schritt für Schritt an zu zeigen, sodass ich es verstand. Du hast mich gemacht, du weißt, wie ich tick. Du weißt, wie du mit mir musst reden, dass ich es verstand. Und ich bin jetzt wirklich mit ehrlichem Herz da und ich will das besser verstehen. Dann hat das Gebet eine Wirkung und du wirst es lernen, weil er das zeigen wird. Durch andere Menschen, durch sein Wort, durch direktes Reden im Gebet. Der nächste Part, dass wir weiterkommen, ist unser. Ich habe das Wort noch nie geglaubt. Ich habe noch nie überlegt, warum das Wort in deinem Gebet steht. Wirklich. Ich war morgen so, was kommt jetzt? Und dann hast du aber einen mega spannenden Gedanken gebracht. Du hast gesagt, dass unser schafft Einheit. Vorher hat Jesus mehr über seinen Vater geredet, aus seiner Perspektive, und da sagt er jetzt unser Vater. Und bringt irgendwie die Einheit in. Safi, du hast einen spannenden Gedanken gehabt zu Einheit, gerade in der aktuellen Zeit. Genau, wir haben auch schon über das geredet, dass oder, Corona ist etwas, wo mega spaltet, wo Familie spaltet, wo Geister spaltet, wo Meinungen spaltet. Einfach, es bringt ganz, ganz viel Abstand zwischen den Leuten auch. Genau so, wie wir jetzt hier sitzen, bringt es auch viel Abstand. Aber ich glaube, es ist vor allem im Connecten mit Freunden, mit eben Leuten, die man kennenlernt, Leute von der Schule, von der Arbeit, bringt es wie noch mehr die Distanz einfach. Und in der Einheit sehe ich, also Einheit ist für mich nicht ein Wort, wo Distanz drin Platz hat. Und ich habe irgendwie mich gefragt, eben, wir haben vorhin mit Mats auch schon darüber geredet, dass es mega viel Gutes auch bringt, die Zeit für die Kirche. Aber wenn die Kirche ja Einheit ist, dann sehe ich das Gute irgendwie nicht, weil es eben genau das Gegenteil bringt von dieser Einheit. Ich meine, es gibt eben schon alleine in Familie, wenn man zu fünft ist oder so, hat jeder eine andere Meinung über Corona. Und in einer Kirche sind es nicht nur 5 Leute, sondern sind eben dann irgendwie 300. Mhm. Und wie siehst du das, eben die Einheit, wie wir das leben, vor allem jetzt gerade ganz aktuell, wo das irgendwie mega viel schwieriger ist, als es sonst schon schwierig ist? Einheit ist ja nicht in dem Sinn, dass wir uns physisch nahe sein müssen, dass wir viel Zeit miteinander müssen verbringen müssen, geschwiegen denn, dass wir uns überall gleiche Meinung sein sollten. Die Einheit ist, dass wir uns im Wesentlichen einig sind und dass wir uns dort einen. Dadurch entsteht eine Einheit, oder? Also, ich bin ja mit meiner Frau nicht überall einig und ich kann mich dann mit ihr über all die Sachen unterhalten, wo wir uns nicht einig sind. Und dann haben wir ständig Streit und leben nur im Konflikt. Oder ich kann sagen, hey, um was geht es wirklich bei uns als Familie? Was ist wirklich wichtig? Dort muss Einheit ahnen. Oder? Also bei gewissen Fragen in der Erziehung, dort müssen wir uns einig sein. Andere Sachen dürfen wir unterschiedlich sehen. Easy. Dort interessiert es mich vielleicht, warum du das anders siehst, um dazulernen, um dich zu verstehen. Aber bei den wesentlichen Punkten müssen wir uns einig sein. Und dort gehen wir für Einheit. Ich empfinde die aktuelle Phase, ich glaube, wir werden mit mehr Einheit aus der Corona-Krise rausgehen, als wir reingegangen sind, weil wir uns eben, wie wir schon in der Pre-Show darüber geschwätzt haben,
uns auf das Wesentliche zurückbesinnen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, uns auf dem Wesentlichen zu einen, schaffen wir es dann auch bei den unwesentlichen Sachen, einfach unterschiedliche Ansichten und Meinungen zu akzeptieren, zu tolerieren. Was ist denn das Wesentliche? Also das Evangelium. Okay. Das Evangelium, die gute Botschaft, dass Gott sich selber hingibt für uns. Seine unglaubliche Liebe. Und die Tatsache, dass jeder Mensch damit jedem sein Herz will erobern. Das ist doch das, für das müssen wir als Kirche gehen, oder? Und alles andere, Impfung, ja oder nein, ich weiß nicht was, das kann man schon mal diskutieren, aber das muss für mich dann auch nicht unbedingt Einheit bestehen. Da kann der andere ja und der andere nein sagen. Wichtig ist, dass wir beim Evangelium ja sagen. Und für das gehen und uns dort zusammenschließen. Und dann entsteht eine starke Einheit. Ich meine, nehmen wir mal die erste Gemeinde, die in der Apostelgeschichte beschrieben worden ist. Die haben sich nicht mehr treffen, die haben keine Möglichkeit mehr gehabt, die haben keine Handys gehabt, die haben keinen Livestream gehabt, die haben gar nichts gehabt. Und doch sind sie eins geblieben. Also, unser Vater, wie auch als Einladung, wo man sich aber ein bisschen selber zuspricht, zum immer wieder eins werden. Ja, also es eint halt vor allem, ich habe das heute Morgen in der Predigt gesagt, es bedeutet ja, dass wir alles geliebte Kinder von Gott sind. Und indem wir das aussprechen, sagen wir, ich bin ein Teil von dem grossen Ganzen. Und dort hat es dann eben auch in dem Moment keinen Platz mehr, wenn ich sage, ja, FEG, mit euch kann ich nicht viel anfangen, oder Katholiken, das sagt man gar nicht oder so. Nein, dort einen wir uns. Dort einen wir uns. Wir sind seine Kinder. Und alle anderen, die das Gebet auch so sprechen, sind auch seine Kinder. Er bei eine einzige Kirche, oder? Vielleicht kommt da der Aspekt von der Nächstenliebe wieder rein. Der kommt überall. Aber heute haben wir ihn hier. Haus raus, Dani. Ich würde ihn sonst mal noch im Verde suchen. Ja, bitte, das habe ich nicht unterstrichen. Ja, ich habe noch gewartet auf das. Das ist ein bisschen gemein. Ich kann es einfach noch sagen, unterstrichen am Schluss. Einfach, damit es unterstrichen ist. Irgendeine genau. Science-Philosophie, aber nein, egal. Wie wird man? Aber eben, nein, vom Aspekt von der Nächstenliebe, wirklich so, du hast das vorher angesprochen, die erste Gemeinde ist eins gewesen. Und das Vaterunser ist ja, spannenderweise ist mir vorher aufgefallen, etwa so alt wie unsere Zeitrechnung. Hat mir noch nie jemand so gesagt, aber ist ja tatsächlich so. Wenn du jetzt sagst, es ist eine Einladung auch als Einheit und zur nächsten Liebe, könnte man ja jetzt kritisch auch sagen, naja, in der 2000-jährigen Geschichte vom Vaterunser hat es das Vaterunser nicht immer geschafft, für Einheit zu sorgen. Das ist richtig. Sondern hat oft auf das Gegenteil gesorgt. Hat es nicht immer geschafft, für Nächstenliebe zu sorgen, sondern merkt man auch für das Gegenteil. Wie kann das Gebet, das unser Vater, ganz, ganz praktisch, oder wie können wir dafür sorgen, dass es immer wieder eine Einladung ist zur Einheit und zur Nächstenliebe? Hängt das alles an dem Wort? Es hängt mega viel an dem Wort. Es ist wirklich krass, was Einheit für einen Stellenwert hat bei Jesus. Im Johannes 17 betet Jesus mal und seine Gebete sind festgehalten. Und er betet für die Kirche, für alle Menschen, die sich noch zu ihm werden bekennen. Und dann könnte er für so vieles beten. Er könnte dafür beten, eben, dass die Nächstenliebe sichtbar wird, dass wir noch viel mit der frohen Botschaft erreichen, dass wir geduldig sind miteinander. Und er könnte für sehr vieles beten. Für was betet er? Für Einheit. Und dann denkst du, okay, und nachher kommt nochmal irgendein Zwischensatz und dann geht es nochmal um Einheit. Lass sie eins sein. Es scheint unsere Kraft Nummer eins zu sein, Einheit. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir es eben nicht geschafft haben, die Kirche brutalst verloren. Auch auf der Welt, an Glaubwürdigkeit. Oder? Er sagt immer, an der Einheit werden sie erkennen. Werden sie mich erkennen. Das ist so eine krasse Aussage. Und ich glaube, dort ist bei uns ist die spannende Frage, wo grenzen wir es ab? Das haben ja immer alle gemeint, ja, uns bedeutet das. Ich glaube, uns wieder ins Globale ziehen, ins Größere, dass das eben auch sehr viele Leute beinhaltet, die man eben nicht so einfach erträgt, die man eben einfach liebt, wie sie Jesus auch liebt.
die gehören auch zu dem uns dazu. Und das macht es eben herausfordernd. Und wenn man sich dort selber nicht challenged, dann grenzt man zu früh ab und dann... Inkludieren statt exkludieren. Ganz genau. Wunderschön. Du hast ganz kurz etwas gesagt zu deinem Namen. Das werden wir dich gerade nochmal sagen lassen. Dein Name. Der Mose. Dein Name. Gott sagt, ich bin der, ich bin, übersetzt. Ich bin der, der schon immer da war. Ich bin jetzt da und ich werde auch immer sein. Mit deinem Namen ist in diesem Gebet, in dieser Bibelstelle, nicht sein Name gemeint in dem Sinn, sondern sein Wesen. Ich habe dich vorher gefragt, was du mit dem meinst. Und da hast du gesagt, du hast das heute Morgen so kurz machen, weil du keine Zeit mehr hast. Und dann habe ich gesagt, jetzt haben wir mehr Zeit und jetzt haben wir nicht mehr Zeit. Ich würde sagen, es ist immer das Gleiche. Wir haben schon noch Zeit, aber wir haben noch mehr. Noch nie so viele Fragen gehabt im Fall für eins an den ein Video. Ja, geil. Und das Slido ist auch am Abgehen. Yeah. Gib uns doch in einem Satz. Oh. Jo! Jo! Es dürfen auch zwei sein. Du kannst alles vereinen und eins machen. Was macht Gottes Verse an dieser Stelle in diesem Satz? Es ist ja ein Bit eigentlich, wenn man den Satz so jetzt analysiert. Und eigentlich beten wir um geheiligt werden. Da kommen wir nachher dazu. Aber Was wären wir von Gottes Wesen? Wären wir mehr von Gottes Wesen in dieser Welt? Wären wir Gottes Wesen besser verstehen? Was wären wir von Gottes Wesen? Also was wären wir von Gott? Das bezieht sich natürlich, was bezieht sich natürlich dann schon aufs Geheiligt, oder? Was wären wir von Gottes Wesen? Wir wollen, dass er die Position hat, die er soll haben. In dem Satz, dass er eben Gott darf sein und wir Mensch, dass das gesunde Verhältnis kann sein, weil das ist schon immer der Plan gewesen, oder? Und wir sehen schon im Garten Eden, dass es dort hat einfach schief gegangen und dann ist die Scheiße losgegangen, oder? Dann hat es einfach schief gegangen, wo der Mensch hat wollen gleich sein wie Gott. Und da sagen wir wollen das gar nicht. Wir wollen, dass du Gott bist und mir Mensch. Weil das ist das, was gut ist. Und so funktioniert die Geschichte. Für das sind wir geschaffen worden. Amen. Ja, du sagst, Gott soll die Rolle bekommen, wenn ihm zusteht. Dann müssen wir doch wieder zu der anderen Teil im Satz. Dann können wir deinen Namen wieder abhökeln. Sorry. Wir können sehr viel über das sagen. Wirklich. Sehr, sehr viel. Staffel 3. Ja. Ja, gut. Coming soon. Spuch. Ja, im Himmel, Komma, geheiligt. Ich finde das Komma sehr wichtig. Ich merke es. Du hast geredet, und wir haben auch eine Frage nach einem Slider noch dazu. Du hast geredet über so den Unterschied zwischen dem, ich nenne es jetzt mal Body-Gott, wo schnell drin steckt im Vater und für mich auch sehr viel drin steckt im Vater. Aber du hast gesagt, auf der anderen Seite steckt in dem eben auch im Himmel und heilig. Und eben die Frage im Slido ist, im Himmel klingt, als wäre Gott ziemlich weit weg. Die Frage da ist dann noch, wo ist der Himmel? Da können wir nachher... Da können wir den Matzen predigen lassen. Staffel 4. Können wir nachher noch mal kurz drauf eingehen. Aber genau, du hast darüber geredet, dass Gott manchmal auch so etwas Distanziertes kann haben und sollte haben. Du hast auch gesagt, in einer anderen Kirche würdest du mehr über den Body-Gott reden und bei uns hast du aber auch so ein bisschen den Daumen auf das Distanzierte gelegt. Was kann es meinem Glauben bringen, wenn ich den Fokus auch mal richte auf der ferne Gott, auf der Gott, der nicht nur gleich ist wie ich, der nicht nur mein Buddy ist, sondern der irgendwie auch größer ist. Wo eben die Position hat, die er eigentlich sollte haben. Ja, aber es ist eigentlich für mich schon mit dem kurz an der Zeit gemäss beantwortet, dass es eben wirklich um die Position geht.
wir profitieren extrem, wenn wir dürfen Mensch sein und nicht unser eigener Gott müssen sein. Wir profitieren extrem, wenn Gott Gott darf sein und wir Mensch. Und das gewinnen wir, wenn wir sagen, wir wollen, dass du das, wir wollen, dass du fern, heilig können wir übersetzen mit fern von dieser Welt. Wir wollen, dass du heilig bist. Wir wollen dich auch ein Stück höher schweben als wir. Wir wollen, dass dein Mind grösser ist als unser. Dass dein Verstand einfach unseren übersteigt. Wir wollen das. Weil es ist auch gut. So hat er uns geschaffen. Dann profitieren wir. Und dann sind wir in der Rolle, für die wir gemacht sind. Und dann funktionieren wir am besten. Und wo ist dann der Himmel? Der Himmel ist in deinem Herz, Fabio. Nein, wirklich, das ist eine sehr komplexe Frage und ich würde vorschlagen, dass du bei der nächsten Pre-Show das mit Mats besprechen. Okay. Er kann das auf eine gute Art erklären, aber geben dem etwa 5 bis 10 Minuten dafür. Ja gut, haben wir ja. Haben wir, genau. Jetzt müssten wir das anfangen, in der Pre-Show die überzählige Slido-Frage beantworten. Oh, dann haben wir aber Pre-Show von 50 Minuten. Ist das jetzt ein Joker gewesen, den ich gebraucht habe? Müssen wir das ist mir schon noch klar. Das der Mats hat jetzt keine mehr. Aha, okay. Was hat einen Telefon-Joke? Nein, das ist... Ich habe mein Telefon in Lörrach liegen. Ja, genau. Das ist blöd für dein Telefon. Aber das ist sehr, sehr deep, dass du sagst, eben, wenn wir in dieser Position sind, wo wir Mensch sind, wo wir eben nicht uns das Vorrecht nehmen, um irgendwelche Eigenschaften von Gott probieren zu ausfüllen oder seine Jobs zu erledigen, dass wir denen am meisten profitieren oder dann quasi das gut ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir mega fest mitnehmen dürfen, vor allem in unserer modernen Welt, wo wir eigentlich alles machen können, wo es nur mehr gibt. Du hast heute Morgen noch einen ganz guten Satz gesagt, den ich uns heute oben nicht vorenthalten möchte. Darüber, wie Jesus vielleicht das unser Vater gemeint hat. Ich möchte da gerade nochmal abspielen und dann erzähl uns doch nochmal kurz, was das für dich bedeutet. Und ich glaube, dann wäre es mega cool, wenn man es einfach nochmal könnte beten, so nach den 45 Minuten. Er hat nicht gesagt, passet mal auf, betet das. Sondern er hat gesagt, betet so. Und das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Das betet das oder betet so, das kann irgendwie auch recht über... Also verschwimmen irgendwie ineinander. Und ich habe mir dann irgendwie die Frage gestellt, ist das denn so, dass ich jedes Mal, wenn ich bete, also so soll beten, das heisst, ich muss quasi wie die Aspekte, eben Gott ist im Himmel, sein Name soll geheiligt werden, muss ich das irgendwie immer so reinbringen, eben schau, dass ich vergeben darf, schau, dass ich mein Brot habe, also schau, dass ich essen kann. Nein, das ist jetzt ein bisschen... danke sehr. Aber das ist gemein, einfach, Hunger. Muss ich wie die Aspekte da reinbringen, wenn es heisst, eben, so sollen dir beten. Ich glaube schon, wir haben so Checklisten gemacht, die ihr dann am Ausgang bekommt, wo ihr für jeden von euch ein Gebet könnt anwenden könnt, damit ihr die Sachen abhögeln könnt. Ich hoffe, ihr habt den Zynismus ein bisschen verstanden. Gibt es die als App? Ich bin jetzt auf der Homepage. Wir haben heute noch nie über das geschwätzt. Ich muss das kurz erwähnen, um das zu erklären. Die Struktur vom Unser Vater ist so, dass es verschiedene Bitten drin hat. Und die erste Hälfte die dreht sich um Gottes Reich und die zweite Hälfte dreht sich um unser Reich. Das heisst, unser Reich, unsere Bedürfnisse, wie eben zum Beispiel, schau doch bitte, dass ich zu essen habe. Das ist wirklich eine sinnvolle Bitte für uns, wo eher denken, wie bringe ich mein Speck vom Bauch. Ist das nicht so eine wahnsinnig komische oder Bitte, die zuerst kommen würde, oder? Aber für jemanden, der hungert in den Slums irgendwo, ist das eine mega sinnvolle Bitte. Und es ist doch schön, dass Jesus unser Gebet lehrt, wo eben das Reich, unser kleines Reich drin Platz hat. Aber die Reihenfolge ist doch dort entscheidend, oder? Er lehrt unser Gebet, das zeigt, zuerst kommt Gottes Reich und dann kommt dies. So, wenn er einmal sagt, achtet zuerst nach dem Reich und der Rest wird euch zufallen. Und ich glaube, das ist so etwas Grosses, was ich rausnehme aus dem Unser Vater. Das, auch für mich, für meine Gebetszeit, wenn ich jetzt ganz frei bete, das kann ich auch dort anwenden. Ich kann zuerst mal hingehen und sagen, Vater, was liegt denn dir auf dem Herzen? Was willst du mir aufs Herz legen? Und zuerst mal hinhören, was will er für sein Reich?
und für das beten, mit ihm über das schwätzen und dann mit meinen Themen kommen. Und dann mag vielleicht sein, dass gewisse Themen, die ich habe, plötzlich weg sind, weil sie gar nicht wichtig erscheinen, weil ich check, wow, das hat gerade mein Herz so erobert, dass die Wünsche, die ich gerade habe, viele von denen weggefallen sind. Und ich denke vielleicht noch ein Thema, wo ich sage, glaub, das liegt mir auf dem Herzen. Was denkst du darüber? Lassen uns doch nochmal aufstehen und das im Kopf haben, was wir darüber geredet haben, eben, was das für Bedeutungen hat. Wir haben jetzt nur einen Satz angeschaut, aber ihr könnt euch auch überlegen, was die anderen Sätze vielleicht für Bedeutungen haben. Und eben dass die Gewichtung richtig setzen, dass es zuerst um Gottes Reich geht und dann um unsere kleine Welt. Bevor wir aufstehen, darf ich da noch ganz kurz etwas dazu sagen. Einfach, um ein bisschen Rahmen zu schaffen. Wir werden das Gebet, wenn wir es jetzt nochmal beten, werden wir es so beten, dass wir unser Vater im Himmel beten und dann machen wir eine kurze Pause. Wo du Zeit hast, um mit Gott über diese Ziele zu sprechen. Weil wir alle stehen doch in dem Thema Vaterschaftsbeziehung mit ihm an einem anderen Ort. Und da geht es jetzt wirklich darum, dass es persönlich wird. Vielleicht hast du es nicht geschafft, bisher Gott deinen Vater zu nennen. Dann sag ihm doch das einmal. Ich kann dir das gar nicht sagen, aber ich weiß vielleicht auch nicht recht, warum. Willst du mir irgendetwas zeigen? Warum mir das so schwerfällt, dir als Vater zu sehen? Oder vielleicht hast du ganz viele Verletzungen in dir drin, von deinem irdischen Vater. Dann kannst du ihm das sagen und sagen, heil du dir. Heil du die Verletzungen in mir, damit ich dich wirklich auch als Vater will anschauen und nicht Angst habe vor dieser Nähe. Angst habe, dass ich wieder verletzt könnte werden. Und dann beten wir weiter, geheiligt werden dein Name. Und dort machen wir wieder eine Pause. Schaffe ich es, ihn als König, als Herr anzuschauen, der heilig ist? Oder würde es mir gut tun, wenn man Gott seine Größe mal wieder zeigen würde? Zur Schau zu stellen und gewisse neue Facetten würde zeigen, die mir sein Wesen einmal neu bewusst machen. Und dann beten wir den Rest vom Gebet. Aber ich würde da gerne kurz Pause machen, wenn das okay ist, zeitlich. Wo dann einfach jeder von uns einen Moment Zeit hat, um dort persönlich zu werden mit Gott. Weil das ist immer noch die beste Art und Weise, mit ihm direkt über die Sachen zu reden, wenn wir merken, dort strugglen wir gerade. Er will ja, dass wir ihn besser kennenlernen in seinem facettenreichen Wesen. Ist gut, wenn wir zusammen aufstehen? Ich will die ersten zwei Aussagen einfach schnell vorlesen und dann machen wir die Pausen und dann, wenn wir weiter beten, können wir wieder einsteigen, wie wir es vorher gemacht haben. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Wir beten gemeinsam weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben